into fear. Ihr seht schon links mein Zuschauer, in dem Sinne ja tatsächlich der gute Klunker Dragon aus dem Schatten. Ja, herzlich willkommen zum Halloween-Spiel Special. Born into Fear. Hallo, genau. Grüß euch. Halloween Special, mit dem gruselig. Heute wird's gruselig, wir haben ein paar solche Dinger vor. Mal sehen, wie lange es der Klunker überlebt. Oder ich, oder keine Ahnung, mal sehen, wie schlimm es wird. Wenn ich die Frau jetzt sehe, wird's mir jetzt schon schlecht. Ich habe mir Käsestangen besorgt. Zum Beruhigen, genau. Da hole ich auch erstmal das Popcorn. Es gibt zum Halloween gibt's bei uns ein paar schöne Horrorspiele für euch, die wir rausgesucht haben. Und ich hab Käsestangen, ich muss nicht spielen. Ich kann nur zugucken, ich kann Popcorn. Also trotzdem schreien, aber muss wenigstens nicht sterben. Popcorn mit Blut übergossen gibt's heute für den Klungerdrache und ein bisschen gegrilltes Gehirn. Wir werden mal sehen, Leute. Halloween Special. Let's go. Oh Gott. Auf den Spuren von Mike Myers. Alter, was geht ja? Tesla. Oh, cool. Wirklich, oder? Schön. Geht doch schon gut los. Was soll ich da Angst haben? Tschüss. So, okay, erst. Keine Ahnung, was da gequatscht hat. Ich habe nicht zugehört, wie immer, meine lieben Freunde. Das ja, also. Hab ich mal gestern gekauft, das Auto. Schönes Ding, ne? Kann man machen. Ich dachte, du warst Bleiderhorler. Jetzt bin ich's. Alfa Romeo war teuer. So, guck mal an, ja, aber. Eier ist anders, ist ähnlich wie Phasmophobia wahrscheinlich. Ja. Take device 1, 1, 2. 1, 2, 3. Ich pick die mal ab hier. Ja, ja. Wir picken die mal ab. Ah, guck mal an, ja. Tap Open Journal. Phasmophobia. Side Objects, schön. Main Objects. Also, ob's schön ist, ja. Werden wir sehen. F ist Flashlight. Change Light Typ. Ah, punktuell oder groß? Okay, das habe ich sah selten sowas. Ja. Mittlere Maus ist Fokus. Focus. Mhm. Okay, mhm. Run to. Nice. Ja, gehen wir mal rein hier in die gute Stube. Scheint ja wieder ordentlich was. Sieht schon aus ist hier. Die Heimatstadt von Mike Myers. Da kann ich an jetzt Haus rein oder was? Nee, oder? Lampen geil. Nee, überhaupt nicht geil. Ich glaube, es war Post, vielleicht gibt's Kohle. Nee, gut, geht schon, bis das ein. Das wäre jetzt auch krass gewesen, ey. Na, gucken wir mal hier. Schön. Anders als bei Phasmo kannst du hier schon mal draußen rumlaufen. Das gibt's ja sonst nicht so. Mhm. Kann ich nicht. Aber da wissen wir ja auch ungefähr, was uns erwartet, wenn wir dieses Anfangsbild gesehen haben. So ein bisschen Spielplatz hier fürs Kind, ja. Ja, spielt der Klunker mal drauf. So, ich gehe hinten rein, natürlich, bin ich doof. Hab ich hinkackt. Es hat euch zugeschlossen, war ja logisch. Schade. Boss, ich muss abbrechen. Tür ist zu. Schlimm, ja, alles klar. Käsestangen sind leer. Hören jetzt hier auf. Ja, aber natürlich ist die Fronttür auf. Leck mich doll. Oh! New Journal-Eintrag. War da ein Flumant da neben dem Fernseher? Ah, ne. Okay. So, Badoofia. Pick up Willi. Ich hab Willi abgepickt. Ja, das passt zum Haar. Als erstes, wenn er reinkommt, erstmal einen Willi rausziehen. Ne? So, ja, tja, ich mach mal Willi raus. Ich mach erstmal Licht an hier in der Scheißbude. Hier. Was natürlich nicht geht. Ne? Das ist ja logisch. Boah, Mensch, die haben aber wieder einen Stamm, die. So, kann man mal gucken, Willi. Wo ist noch Willi? Haus 01. Tell and Family Home, Agent Blues, Note from the Leck mich am Arsch. Inventory, das wollte ich machen. Das ist doch Willi hier, Leute. Das ist mein Willi. Hä? Okay. Scattered around the house. Aha. Was das ist, weiß ich nicht. A device I have to place down in the place I find detected. Agent Booties. Agentenkörper? Liegen hier recht tot rum. Oh, nee. Ja, geht doch schon gut los wieder. So, okay, alles klar, Teddy. Quatsch, Hause, geht's ja gut. Habt ihr eine Playstation? Ihr habt auch nix, Jungs. Mädels. So, oh ja. Zebra. Klauen wir erstmal alles weg hier. Erst der Willi, jetzt der Zebra. Ja, die haben auch schön auf jeden Fall einen guten Geschmack. Die stellen sich ständig das gleiche Bild hier in die Bude. Laptop nehme ich auch mit. Durch konfestieren. Oh ja, jetzt auch. Oh ja. Ich hab's gesagt, gebratenes Gehirn. Sieht echt so aus, ey. Bleh. Bleh. Da liegt irgendwas drauf, aber ich kann's. Muss vielleicht die Lampe fokussieren. Ich fokussiere mal die Lampe. Also ja, mit dem Schwäschi. Ich weiß, was das Q und E wechseln. Die Lampe stärker.
Ah ja, okay. Alter. Nee, aber das ist einfach nur... Ach ja, das ist Fleisch, eingeschweißtes Fleisch. Ja, genau, eingeschweißtes Fleisch. Nehme ich trotzdem mit. Mhm. Liebe Freunde, mach schon noch schnell einen Kaffee und dann geht's los. Ja, Kühlschrank geht schon mal auf, das ist geil. Jawohl. Frigidor. Mhm. Okay. Da ist ein Candy-Bier. Ich habe ein Teddy eingesammelt, im Kühlschrank. Mhm. Ja, das ist ein Bier, ja, das stimmt. Ein bisschen Kuda zum Mixen. Bayer. Jetzt schon Mojito, ey. Ah, okay, ich kann hier runter. Ja, was soll ich da jetzt machen? Wir haben ein Hackfleisch in der Bude, ey. Das gibt's überhaupt gar nicht. Ich glaube, das ging um den Teddy, den du gesammelt hast. Aber ja, ist am Pfeil, siehst du das? Nee, das ist der Fridge Store, ist einfach die Kühlschranktür im Allgemeinen. So. Die zwei Türen. Lass ich mal schön aufhängen, der Energieverschwendung ist ja klar, ne? Ist ja nicht meine Kohle. Ja, das sieht auf alle Fälle aus, die Waschmaschine, da würde Waschmaschinenleben länger mit Kalkon zutreffen. Ja, definitiv. Ja. Natürlich kannst du diese beschissene Tür aufmachen. Ach, oh ja, Ivan, die Giraffe. Ivan, die Giraffe. Ja, und jedes gutes Horrorspiel, da gehört auch ein Russe. So ist es nun mal. Das ist bestimmt der Hintertür, die ist zu. Schön. Also bevor wir überhaupt, irgendwie haben wir schon die halbe Bude ausgeräumt. Keine Ahnung. Komm, die im Flachfeld fahren sie unter der Arme, renn raus, fertig, komm, wir hauen ab jetzt hier. Wollte ich ja, reicht. Kannst du nicht mitnehmen. Reicht das Kinderzimmer, das ist wahrscheinlich nicht so geil. Jetzt ist aber die Taschenlampe ziemlich lächerlich gerade, bitte. Oh ja. Oh, Pornoheft, ich hab's gewusst. Naja, es ist dann mit Szene. Oh ja, eine Kamera. Ja, ah, okay, jetzt wollen wir endlich mal was angucken. Vaters kann, ob man das unbedingt, Vaters Kamera, wer weiß, was da mit der Mutter auf. Ja, was? Wie? Also, das wollen wir gar nicht, ja, hä? Kann ich das auch hier, Ja, aber wahrscheinlich ein Schäferstündchen aufnehmen. Ah, die haben überall Katze, ja. Die haben... Da ist Kohle da, ne? Da ist der Eiffelturm. Kann ich bestimmt. Ne, ich kann bloß den Brief lesen. Na, dann lesen wir den Brief. Okay, die reden vom Urlaub in Paris, wenn das jetzt. So, dann haben wir hier. Schöne. Ich verstehe es noch nicht ganz. Muss ich auch Spielzeug sammeln oder was? Pickt ab Arnold, das kennt er ja. Arnold! Hey! Hey, Arnold! Oh, wir haben Handy. Oh, ne, PDA. PDA. Okay. Also, der beschissene Teddy ist überall irgendwie da. Ja, der Haus ist der Running Gag, ja. Wahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das lang so gut geht, ja. Dass wir hier so leise und schön weiterfahren können, gehe ich mal pissen. Oh ja, ja. Sieht gut aus. Okay, wir haben kein Spiel. Gibt's wieder mal keins. Natürlich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, so. Oh, alles noch mal zu. Stinkt. Ja, jetzt Mensch, das ist aber wieder dunkel in der Bude. Ja. Leck mich doch am Zwickel. Ja. So zuzieht. Gehen wir zu einem interessanten Teil des Hauses. Natürlich gehen wir gerne auf den Dachboden. Ja, also wer geht denn da nicht gerne? Ah, die Scheißbude auf. Aha. Oh, die geht auf, okay. Ich hätte ja gedacht, wir finden mal einen Schlüssel. Also die haben überall die riesen Knüllen, ey. Da kackt den Kaktus kannst du bestimmt mitnehmen, oder? Oder da? Was ist das? Sieht aber auch und schon geht's los. Ach ja. Was verfickt nochmal passiert hier? Thank you? Hä? Ey! Geht mir da ab? Was zum... was ist das für ein Spiel? Ich war jetzt gerade schockiert und ruhig, weil... Thank you. Was ist das jetzt für die Demo? Wir haben, wir mussten Spielzeug sammeln, um vielleicht zu einer Art Seele, blablabla, zu retten, blablabla. Boah, Mutti, hau ab, du Pisser, ey. Ich putte dir doch die Fresse, Junge. Ja, ich weiß ja, deine Pfeffis geht. Komm, hol das Hackfleisch raus. Da knallen wir das Ding sowas von gegen Schädel, der Alten. Deine Pfeffis gehen viral, das sagt ja. Viral. Warte mal, ich muss mal gucken. Pfeffis in die Fresse, ja. Hackfleisch, ja. Auf alle Fälle der Sound, wo die Treppe hochgerannt ist, da war schon pervers. Okay, ich hab die Tür ja aufgelassen. Okay, ja, übelst krass eigentlich. Da stand bis an der Wand hinter der Tür. Also hier jetzt links. Ach nee, okay, das sah dann so aus, hä? Guck mal, aha! Akim,
Move select left. Ach du Scheiße. Katze springt. Was würde denn eine Katze machen? Okay, move selection left. Okay. Oh, hä, was? Eine Borde, eine Ente, ein Vogel. Ach so, okay. Eine Katze. Tja. Katze. Ente. Ja, jetzt hätte ich den Brief von Paris lesen müssen, ich voll Idiot. Geschweige denn, haben wir vielleicht Spielzeug oder Vogel irgendwo gesehen, der halt zum Beispiel in der Tasse so ist oder. Aber ich wüsste sein, dass wir einen Vogel gesehen haben. Eine Katze, ja, haben wir auch nicht gesehen. Tasse ist gar nicht so schlecht. Tasse ist schon mal ganz gut. Dann versuche ich mal das beim Hund. Ist das eine Ente? Ich weiß nicht, ob. Ja, könnte auch eine Ente sein, aus dem Dackel, ich weiß es nicht. Okay, kann auch sein, ja. Katze. Was könnt ihr denn eine Katze? Alter, das war scheiße dunkel, leck mich doch. Oder hier auf die Bilder vielleicht? Sieht man auf die Bilder irgendwas, was halt. Was uns. Und im Gras. Ich lass mal gucken, ob die alte weg ist. Die sah schon gruselig aus, muss ich zugeben. Vielleicht. Ja. Vielleicht war es das ja auch und ich muss jetzt. Ins nächste Haus rein oder so. Alles möglich. Hier ist der Laptop, das macht ja keinen Sinn. Aber ich sag mal, dieses Rätsel ist ja trotzdem da. Ah, hier ist doch das Bild, warte mal. Bleib mal stehen und dreh dich mal. Da ist hier das. Das ist doch das Bild, was wir dort da haben. Genau, aber hier ist noch nichts. Aber das sieht man jetzt an. Das ist ein Luftballon, naja. Das Kästchen ist, was hier man ist jetzt kein... irgendwie. Tja, hätte ja sein können, dass man da vielleicht irgendwie was sieht. Ich kann noch mal kurz den Brief versuchen zu lesen, vielleicht. Schauen wir mal. The city was buzzing with life and view from the Eiffel Tower was to die for. You made the happiest man alive when you said yes. We spent together have been more than I wished for. Okay, also es war schön dort zu sehen, Hochzeitsantrag. Glücklich, alles I.O. Alles sonst so ein bisschen unrealistisch aus, aber wenn die jetzt hinter mir also aufkommen, da, hier zum Beispiel, da war zum Beispiel gerade, hier wenn du, also wenn du da jetzt rein, ja, geh nochmal hier rein, also in die Tür, meine ich. Wo du gerade warst? Ja, genau. Und jetzt links unten, dreh dich mal, da unten ist eine Tasche. Weiter drehen. Genau. Das vielleicht. Warte mal. Die Tasche zum Beispiel, also wir haben die Tasche gefunden, wir haben die Kamera gefunden im Haus. Ja, genau. Die ist hier ja drin. Und was haben wir noch gefunden? Weiß nicht. Kannst du die vielleicht da mit E aufnehmen, oder? Ich kann die mir angucken. Ich weiß nicht, drücken kann ich. Ich kann ja nur angucken und dann kann ich die zurücklegen, aber ich kann nichts. Ja, okay. Ich weiß es nicht, Leute. Könnte damit was zu tun haben, wäre aber sehr verrückt. Also wir haben auf alle Fälle die Tasche haben wir gefunden. Den Eiffelturm. Der Eiffelturm steht dort noch rum. Also Tasche, Eiffelturm und Kamera. Die Tasse steht in der Küche. Den Computer haben wir gefunden. Die Pflanze steht da sicherlich auch irgendwo rum. Ist ja klar. Ja. Ach so, das stimmt. Wir haben theoretisch alle. Ich muss was probieren. Ob der rein zufällig der Geist... Ist das echt nur das eine Haus? Ich glaube das nicht. Weil die ist ja abgehauen. Ja, das gehen wir mal davon aus, dass er abgehauen ist. Wir wissen es ja nicht. Ich guck trotzdem nochmal. Scheiße, war's. Ach, neuer Journaleintrag. Okay. Was meine ich nämlich? Da wirst du mich ja mehrere Häuser machen können. Ach du Scheiße. Das ist aber. Okay, also sie ist. Hey, du willst aber wissen. Hör auf, rum zu randalieren. Die ist so drüben, nein, holst du dir. Ja, du was? Mach auf die Bude! Komm raus, ich steil! Ja, ich zu Sau, du! Aha! Das Fenster war zu, du Pfeife! Eine Smartwatch? Alter, das ist schon ein bisschen crazy, oder? Ich. Ja. Ah, da ist da wieder Rätsel, oder was? Oh Gott, jetzt geht's aber los. So.
Oh Gott, wie filmen in a few parents? The parent will be kept alive for a few more hours each than examined as well. This should give us best results from the operation. Aha, okay. Ich glaube ja, dass die Häuser eventuell zusammenhängen. Das ist gut möglich. Weil die Ränder hier. Alter. Dass wir aber so absolut, keine Ahnung, das ist einfach so, alles klar, keine Emotionen, nichts. Weißt du, also der Typ, den wir spielen halt. Alter, die Welt ist nicht ganz glatt. Weil das finde ich nicht so geil, wenn die draußen im Fenster rumlungert, du bist Sau. Okay. Oh, da Instant-Nudeln, das ist mein Ding, jawohl. Ja, in der Lage fressen, die Pisser. Schön Rahmen. Sehr geil, ja. Okay, auch nie Licht an. Überall kein Licht, das geht mir auch auf den Keks, so kennt ich ausrasten. So, wer findet man vielleicht jetzt hier hinten? Na, geh mal, Kühlschrank, das ist immer eine gute Idee. Kühlschrank, oh, eine Melonche. Ich bin sau, ey. Das macht mich ein bisschen fertig, muss ich sagen. Irgendwann steht sie einfach hinter uns und dann. Ich denke nämlich auch, sie wird es machen. So, the father was alive. Also, sie haben den Vater getötet. I believe that we had collected super. Everything we could from. Wir haben alles genommen, was er hatte. Ach du Scheiße. Okay, wir haben die Körper verschwinden lassen und gehen jetzt in die nächste Phase der Operation. Wenn unsere Mission fehlschlägt. Ja, müssen wir mit der Hölle bezahlen? Na, das klingt ja gut. Ich traue der Alten nicht. Du, pass mal auf. Du gehst jetzt oben hin, Madame, schließt dich ein und denkst mal über dein Verhalten nach, was du hier an Tag legst. Erstens genau. Mal im Haus komplett gerannt. Oh, da hier! Die Uhr. Da müssen wir die Zeit einstellen, die oft dann. Da stand irgendwas von 3 Uhr, irgendwas. Ach Gott, der eine Zettel stand, die Zeit muss es sein, ja. Aber es gefällt der Mauszeiger, glaube ich, oder? Also, es ist ja ein Erinner. Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein bisschen leise, es tut mir leid, aber ich bin auch konzentriert und B, habe ich Schiss, dass die alte Hörung aufkreuzt. Weil schön sieht es jetzt nicht aus, also. Also wahrscheinlich habe ich irgendwas Gutes gemacht. Ja. Das wird doch das Bild. Weiß nicht, ob das mit dem was Bild, mit dem Bild haben sie das. Das ist noch wieder eine Uhr. Das wird doch die Tür auf, Alter. Okay, hier war mal. Oh, fuck! Oh, jetzt wurde ich erschrocken, Alter. Leck mich am Arsch. Okay, jetzt hat sie mich angekriegt, die dumme Sau. Jetzt habe ich aber an den Ich hab's jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Ich habe noch gesagt, die Tür ist auf. Ich habe gesagt, hoffentlich sitze ich in der Badewanne. Das elende Schwein, du. Okay, hier haben wir wieder eine Zeit, okay, aber. Nice. Kann ich aber nicht, doch kann ich wieder. Leave Puzzle to reset. Ja. Da müssen wir halt die verschiedenen Zeiten vielleicht wissen, keine Ahnung. Aber ich glaube, das stand auf deinem Zettel. Aber das kennt man alle ja, in der anderen Halle. Ja, nur, du kannst ja nur. Ah. Oh Gottes Willen, ey. Na gut, okay, das ist natürlich. Willst du alle blau machen? Ich versuch's. Keine Ahnung. Du hast ja nur einen Zeiger, also. Ja, okay. Scheiß drauf. Müssen wir erstmal gucken. Boah, die Alte, das ging mal jetzt richtig gleich wieder rein, ey. Ja, das haben sie gut gemacht, ja. So. Ah, 8 Uhr. The girl's mother was terminated, leaving just the father alive. So the father okay, is in agony, unable to do anything. What watch event before him? He's nearing a mental breakdown. His pain will provide much to operate. Okay, also wir brauchen auf alle Fälle 8 Uhr. Kann draußen sein, könnte hier sein. Nee, ist hier. Weil der Brief liegt hier, also ist es auch hier, Alter. Verpiss dich, Junge. Piss dich, Junge, ich dreh dich auf, ich spiel dich auch runter, ey. Wir hauen dir so viel Shampoo rein, kannst du wissen, Alter. Aber du fährst ja 8 Uhr, aber du fährst was machen. Jetzt. 8 Uhr, ja. Warte mal, ich muss mal hier mit der Glocke mit der Scheißsteuerung. So, das heißt, du musst erstmal auf 8 kommen. Wäre generell
Okay, jetzt haben wir 8. Oh, das sieht immer gut aus. Jetzt hätten wir das. Ja, das ja, jetzt müssen wir die 3 ja noch wegmachen. Aha. Nein. Ah, passt. Warum hast du nochmal gedrückt? Du musst drücken. Du kommst nicht zurück. Das geht das an. Jetzt krieg ich aber das aus. Geht aber das an. Krieg ich das aus? Das aus. Das aus. Fuck! Nein! Okay. Du das kannst ja so W drücken automatisch. Nee, du kannst W drücken und D drücken. Und beide. Ach so, da sehe ich. Ah, 4 und 3 Dinger. Alles klar. Jetzt ja, alles klar. Okay, okay, okay. Achso, 1, 2, 3. Achso, das hätte ich schon mal gesehen. Okay. Genau, entweder 4 Sprünge oder 3 Sprünge. Das geht auch. 1, 2, 3. Jetzt müssen wir auf 4 springen. Ja. Ah, jetzt hast du falsch gedrückt. Ja, ist halt geil. Dann gehen wir halt jetzt auf 4. Genau, machen das aus. Dann kostet, warte mal, wenn ich jetzt auf 3 gehe, 1, 2, 3, obwohl doch jetzt wieder 4. Also weh. So, jetzt wäre es geil. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 auf den 9, genau. Ah! Ich habe aber 4 gedrückt. Okay, 1, 2, 3, 4. Das geht. Schade. Okay. Jetzt der 3. Ja, da geht's aus. Das ist ja schlimm. Jetzt auf das. Ja, 1, 2, 3, 4. Hä, D ist doch 3, oder? Hab ich doch gedrückt. Verstehe nicht. 1, 2, 3. Ah, fuck. Ja, interessant auf jeden Fall das Rätsel. Schwer. Theoretisch kannst du auch probieren, ja, so viel wie möglich erstmal auszukriegen, ja. 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 Ich hab, manchmal macht er aber 4 und nicht 3. Jetzt muss ich ja wieder eins anmachen. Jetzt habe ich zum Beispiel D. Na, D war 3, okay. Das stimmt. So, 1, 2, 3, 4. 4 ist W. Ich drück W. Okay, geht. 1, 2, 3. Ist die Frage. Pass mal auf, wir müssen das folgendermaßen machen. Aber ich komme jetzt nicht mit eben zu, komme ich jetzt nicht auf der 8. Nee, das schaffst du nicht. Du kannst nur, vorhin war das schon ganz gut. Da hast du jetzt bei der 12 einen Punkt, bei der 6, das hast du verteilt und bist dann von einem zum anderen gekommen, weißt du? Das war schon ganz gut. Tja. Oh, auf alle an. Mist. Übel. Also ein klassisches Wimmelbild-Rätsel. Schwer. Geht nicht, ja. Ah. Du musst ja wenigstens schwer anmachen. Das geht ja gar nicht aus. Ja, ein paar, du wirst, also du musst dann halt, genau, du musst schon ein paar annehmen und die dann auf der nächsten Runde auskriegen. Das ist schon, Jetzt krieg ich da auch nicht mal an. Jetzt. So. Das waren keine 3, mein Guter. Von der 4 bis zur 18 ist 4 und ich habe aber 3 gedrückt. Du kleiner Strolch, du. So, das geht. 3. 3. 4. Fuck! Tja. Jetzt können sie die 3 machen. Ja. So, 1, 2, 3, 4. Warte mal, dann bist du bei der 11. Dann kannst du von dort zur 3. Dort zur 5. Dann wieder Exi. Okay, mach mal 3. So, jetzt können wir die 1 oder die 2 mal überlegen. 1, 2, 3, 4. Kannst du jetzt auf die 5 gehen, ja? Mit? Mit nur 3. Genau. So, 1, 2, 3, 4. Bei 9, von der 9 auf die 1. So, ja, machen wir 4. Dann jetzt wieder 4. So, jetzt müssen wir hier eine Zahl machen, von der wir dann wieder auf der 8 kommen, von dort aus. Das hier ist entweder eine 3, das hier ist entweder von der 5, 6, 7, 8, also bräuchten wir 2, 3, 4, bräuchten wir jetzt eine 4.
So, da gehen wir mit einer 3 auf der 8, mit einer 4 kommen wir auf den 9. So, jetzt haben wir mit der 3, der 3 wäre der 12 aus, die brauchen wir ja aber an. So, wenn wir jetzt auf der 1 gehen. Haben wir es gleich wie vor. Auf der 1 und von dort aus. Nee, auf der 1 geht nicht. Auf der 1 geht nicht. Ich kann ja nur 3 oder 4. 10, no. 11, 12 sind. Ach ja, 4, ja. Ich muss ja 4 machen. Machen wir 4. So, dann wieder 4, dann bist du der 5 weg. 3 habe ich der 8 weg. Wenn du den 9 hättest, du den 9 wieder, aber könntest. Wir müssen. Na, 3, scheiße ist es. Das ist schwer. Echt schwer. Das, wenn du deinen Rhythmus brauchst, du musst auf der perfekten Zahl stehen und von dort aus kannst du dann durchziehen. Aber ja, du musst aber zum Beispiel schaffen, dass der 9 aus, aber der 12 angeht. Na genau. Das, was wir jetzt gemacht haben, bringt uns eh nicht. Also kann ich es erstmal ausmachen. Das war jetzt nicht geplant, aber ist egal. Oder möchtest du es removen hier? Okay. So, gut. Die Zahl muss ausstehen, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Du musst auf die eine Zahl kommen, um die auszumachen, um auf der 8 zu kommen und die anzumachen. So. Aber wenn du. Wenn du von der 4, ne? Hm? Also wenn du jetzt 4 machst, bist du auf der 4, von dort wieder 4, bist du auf der 8. Genau. Und von dort wieder 4, bist du auf der 12. Und jetzt wieder 4, ist es doch verboten. Ja. Leute, manchmal ist es einfacher als gedacht. Aber jetzt mal, wenn ich das mache, passiert was. Aber es war richtig. Ich glaube, es war richtig. Aber ich dachte jetzt, so schwer kann es doch nicht sein. Gut gemacht. Boah, fick dich, Junge. Alter, das war der Schlafzimmerschrank, Alter. Da bist du von der Scheiße. Ja. Mhm. Aber ja, du verficktes Kackvieh. Mhm. Da ist er. Das kleine Arschloch, du. Das ist ja auch safe, ja. Ich müsste hoch, aber ich will nicht. Alter, das hat was von Saw, oder? Maske. Alter, leck mich doch. Das hat mir das Spiel gebracht, du. Also ich habe auch gesagt, Leute, ich habe mehrere Spiele so gesehen, oder wir haben ja mehrere Spiele runtergeladen. Und das dachte ich eigentlich war nicht so schlimm, aber das ist schon ganz schön zum Kotzen. Also ja, das Vieh ist eigentlich nicht schlimm. Das sieht eigentlich unrealistisch aus wie Sau. So eine Puppe. Ja. Aber es macht's halt trotzdem übelst. Es macht's gut, das Spiel, muss ich echt sagen. Macht Spaß. Es kriegt mich. Das ist selten. Was jetzt hier. Na du. Ja, aber wieder ein Ohr. Guck an, du. Ach, guck. Da stand doch auch ein Zettel auf dem Schachbrett, oder? Kurz noch zu. Was war denn da von der Zeit? So, Leute. Gucken wir mal nach. Ja. Das heißt, mir hat das Ding, ja. Was stand denn da? Mach mal Luden lauter. 3:35. 3:35. Okay. Das wird schon schwierig. Ich muss mich direkt mal ducken, wenn du hochkommst. 3:35. 3:35. Ach Gott. 4 und 3 wieder. Gott. Genau. Also 3, 1, 2, 3. Wäre ja erstmal D, oder? Das wäre drei. Theoretisch möglich, ja. Und 5, aber 35 1, geht ja. Ja, ja, und jetzt nicht. Einfach, und jetzt einfach, eine, jetzt einfach W. Ja, stimmt. No. Das hat alles auch so etwas mit Zeitreisen, ne? Weil da kommt ja immer die Springer aus dem Portal. Ich finde das, find das irgendwie ganz geil. Das ist geil. Psst. Was gehört? Ich weiß, welche solche LED-Ohren haben, die sind cool. Hat was. Steht die blöde Bitch noch hier? Nee, ist im Haus jetzt. Was ist die? Keine Ahnung. Alter, das Maul. Hat sie nicht. Könnt man sogar vorstellen, dass wir hier jetzt fertig sind. Wir haben alle drei Ohren gemacht. Ah! Denk, das war's in deinem Haus. Natürlich. Aber ich finde es mit dir. Ja, so. Mit die Rätsel finde ich ganz geil. Also ganz ehrlich, ich finde es cool gemacht, dass du erstmal so, okay, jetzt, wie kannst du das lösen? Ist richtig cool. Finde ich ganz nett. Also, das ist mal nicht nur so Horror, sondern auch wirklich so ein bisschen, okay, denk nach, es gibt einen Lösungsweg, aber du musst ihn finden. Okay. Jetzt kommt die Level da reingerannt, die Bitch. Hier musst du eine andere Rätsel lösen. Interessant. Könnte so sein. Hm. Und trotzdem ein paar Gegenstände finden. Vielleicht. Oh! Oh, leck mich doch an. Fürs erste Haus brauchst. Egal, das ist gekauft. Hau da draußen! Arschloch, du!
Ruf die Bullen, du, ich sag das. Ruf die Polizei! Ja, ruf die Polizei, ja, da gibt's auf den Sack, ja. Scheiß dir auf jetzt, ja. Was wurde da? Das ist bestimmt aus der Waschmaschine gekommen, Reserv. Was ist das? Das GPS? Ja. GPS? Ja. Nee, ja, so. Bring the equipment back with you when you're done investigating the area. Good work out there. Okay. Alles klar. I'm tot. What do you talk? Kommt ihr mal mit her, ihr blöden Wichser, ey. Ob das zurückkommen einfach so möglich ist, ist die Frage. Weil die Arschlöcher, die quatschen die ganze Zeit, ne? Jo, Agenten, Agenten. Hm. Alten Scheiß-Agenten. Alten Scheiß, bin ich alleine in dem Fick. Genau, wir sind der Ancient, die auf Phasmophobia-Style in irgendwelche Häuser rumrennen. Boah, das ist aber, das ist bitte. Ich find's fast ein bisschen schlimmer als Phasmo, weil. Ja, ja, also, schlimmer. Also nicht schlimmer. Geiler. Nicht geiler, aber krasser mit diesem scheiß Geist-Dreck-Fick hier. So, also die Briefe sind essentiell wichtig, das ist schon mal Fakt. Ne? Hey babe, I'm leaving you this note because I didn't want to interrupt your sleep. Also, ich lasse dir diesen Zettel liegen, weil ich möchte dich nicht beim Schlafen stören. Das so schnell konnte ich nicht lesen. Achso, ich dachte, war schon vorbei. Nee. We don't know what the time looked like, the other isn't home at the moment. Ach, das ist immer von den Agenten und der andere Zettel ist von den Mitbewohnern. Also genau, also die haben einen ausgeschalten, aber das andere Objekt, das andere Ziel war nicht zu Hause, deshalb werden sie erstmal mit der vorigen Operation fortfahren, was auch immer sie da gemacht haben. Die können ja mal herpimmeln hier, die Säcke, die Elenden. Arschgeig, ey, ehrlich. Was bin ich jetzt, ja, ein Agent oder gibt doch so ein Messer mit, Junge, ey? Ich glaube, am Anfang stand da irgendwie, dass du so das investigaten sollst halt und irgendwie was finden. Das kann schon sein, dass du so ein Nordagent auch bist. Aber das stand so schnell, wir haben da gerade Anwalt gemacht, Leute, und da habe ich gar nicht so richtig, also, ne. Ja, ich denk echt, du kennst raus. Ich glaube, das war's wirklich. Also, ich denke mal, du hast das gefunden. Ich hoffe, er hört die Mucke. Ich habe es ein bisschen leiser gestellt, weil das... Ja, ist immer schwierig abzuschätzen. Okay, jetzt war's leckig. Leck mich mit der Scheiße, ja. Weißt du auch nicht, ob du manchmal im Garten noch was gucken musst. So, da das ist Licht. Da ist dieses Licht, da haben wir angefangen, das weiß ich 100%. Du kannst ja jetzt sehen. Ah, okay, Dead End, alles klar, okay, das war's dann also. Okay, nice. Ich wollte gerade sagen, du kannst doch nicht ernsthaft alle fucking Häuser durchsuchen. So, jetzt fehlt uns das Gegenüber, das war zu. Das. Könnte, ja, ja. Könnte jetzt auf sein? Ja, Tatsache. Nee. Collecting Sex Items. Collecting Sex. Okay, wir müssen wieder Items collecten. Nee, das war das erste Haus. Achso, okay. Das war offen, das war zu. Genau. So. Ist auch immer noch zu? Okay. Okay, dann geh mal zum Auto zurück, weil der Typ hat ja gesagt, komm zurück, du hast alles, bla bla bla. Aber das eine Rätsel habe ich ja gar nicht gelöst. Das war jetzt komisch, also kann sein. Er hat ja so gesagt, ja, gute Arbeit da draußen, bla bla bla, komm zurück. Kann ich nichts machen. Ich glaube, dass ich das eine Rätsel. Oh, Alter, mein Schatten. Dass ich das eine Rätsel eine schon noch lösen muss. Das eine Rätsel, was hat man denn für Rätsel? Ach so, mit denen, ja, alles klar. Ja, jetzt weiß ich habe jetzt neue Gegenstände. Katzenbild. Ist aber auch scheiße dunkel, ja, leck mich doch am Zwickel, ey. Ja, das wird das ja. Hm. Genau, warte mal. Wir gucken aber erst nochmal hoch, aber wenn ich das nicht will. Ich will es wirklich nicht. Oh Gott sei Dank. Schade, natürlich sehr schade. So, warte mal. Kann ich vielleicht jetzt noch Gegenstände reintun? Ja, aber hier sorgt uns das ja auch nichts. Nee, das ist bloß, die Gegenstände haben wir gesammelt und wir haben die halt wieder dorthin getan, wo sie hingehören. Alter, das wäre es jetzt gewesen, wenn die auf dem verfickten Stuhl sitzen. Ja, habe ich schon reingeguckt, genau. Jetzt wäre eigentlich das Einzige, was du noch machen könntest, und dieses Ding drehen. Möglich, ja. Aber hier steht da Collecte Sex Items, das haben wir ja eigentlich gemacht. Naja, nee, das ist richtig. Das haben wir auf alle Fälle getan. Die Frage ist, dieses Bilddreh-Ding, wie können wir das, also was soll das uns sorgen? Warte mal. Ach nee, die Uhr läuft weiter. Was soll uns eine Katze sorgen? Eine Katze haben wir nicht gefunden. Aber was wäre dir von der Katze sinnvoll? Die Badeente oder Rennente? Ein Vogel? Vielleicht Kuscheltier, Katze, vielleicht Tasche? Was macht eigentlich keinen Sinn?
Kann noch ein Vogel vielleicht dort? Es ist ja eigentlich nicht schwer aufgebaut, das Spiel. Ne, das auf jeden Fall nicht, aber ich wüsste halt nicht, wo wir eine Katze schon mal gesehen hätten. Oder die Anspielung auf eine Katze wäre. Also das wäre mir entfallen, habe ich nicht gesehen. Ne, Katze habe ich, ist mir auch absolut nicht aufgefallen. Sagt mir auch nix. Ja, ich habe keine Ahnung. Die Ente, so eine Rennente haben wir aber auch nicht gesehen. Und Vogel genauso wenig. Ich glaube, das oder ist Dackel. Nee, der also, Vogel, den haben wir nicht gesehen. Den brauchst du auch nicht zu sehen, weil das geht einfach nur darum, wahrscheinlich, wo du es zuordnen kannst. Ja, genau, aber was passt denn zu einer Katze, ne? Jetzt, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, zu Katzengras, aber das links ist kein Katzengras. Nee. Es kommt ein Geräusch. Habe ich nicht gehört. Oder du bist ans Mikrofon gekommen. Was komisch ist, mein lieber Flunder, ich glaube, hier fehlt was. Ach, dass da noch was. Ah ja, das könnte sein, ja. Ja. Ich kann aber schon mal schnell gucken. Das könnte natürlich möglich sein. Agent Blue comes from the also, das ist bloß diese Anweisungen, okay. Name ist GPS. Nichts mehr machen. Genau. Smartwatch. PDA und the Device. Das sind die ganzen scheiß Devices, ja. Genau. So. Ich spiel zurück, bitte. Das kann ich aber auch nicht einsetzen, irgendwie. Naja. Das sind drei Häuser, das wurde erst. Ja, ich spiel zurück, Hög. Nee, kannst du nicht. Wer weiß, wie das jetzt wieder. Das ist Demo, ne? Das muss man natürlich auch dazu sagen. Das ja, ne, keine Frage, ne? Es kann genauso gut sein, dass die Demo jetzt vorbei ist. Das ist alles schrecklich. Macht mich wahnsinnig. Aber meistens sind die Demos ja schon so strukturiert, dass es irgendwie hinbekommt, dann mit einem Schockeffekt oder einem Szenenwechsel das irgendwie so zu machen, dass es auch, die Demo hat sozusagen so ein schlüssiges Ende. Ja. Aber ich kann ja nichts mehr aufnehmen. Und ich wüsste auch nicht, ob wir irgendwo was vielleicht übersehen haben oder was, aber ich wüsste echt nicht wo und wann. Keine Ahnung. Wenn die anderen Häuser. Sondern irgendwo ein Gegenstand rumliegt. Hier ist ein Hundenapf. Ja, gut, hast recht. Das ist ein Hundenapf. Ja. Und die Tasche. Vielleicht hat das eine Bewandtnis. Ja, aber da ist halt die Kamera. Da ist der Eiffelturm. Ach so, stimmt, ja. Die Kamera ist auch hier. Ah, interessant, ja. Ich habe das Gefühl, der Vogel passt zu dem bunten Bild. Oh, könnte auch sein. Ah, guck mal, hier ist Katze. Eine Katze. Und Eiffelturm. Also, ah, so könnte es sein. Also Katze auf Eiffelturm. Dann müsste ich nochmal nachgucken, aber ja, das könnte natürlich die Möglichkeit sein. So, pass auf. Oh, dieses Licht. Katze, Eiffelturm. Katze steht neben Eiffelturm. Und Tasche? Das weiß ich jetzt nicht. Tasche. Oder die Kamera. Kamera und der Hunden ab. Aber. Der Teddy! Okay. Good work, Agent. Go back to your car and we'll take it from here. Also mit dem Teddy habe ich jetzt nicht verstanden. Obwohl Teddy haben wir schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe es nicht verstanden. Also, warum Teddy? Vogel habe ich jetzt an. Ich habe einfach durchgedreht, weil ich dachte, also Hund, Kamera muss. Und ja, Katze und Dings, okay. Aber das war aber trotzdem, ne? Also Katze, Eiffelturm, gut, okay. War jetzt irgendwie, weil es nebeneinander stand, aber so wirklich im Sinn. Jetzt sollen wir auf jeden Fall zum Auto zurückgehen. Klingt gut. Vielleicht das haben wir aber jetzt nochmal die letzten. Nee, nicht gut. Okay. Dann, liebe Geister, oder was auch immer ihr darstellen wolltet, fickt euch, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Hau ja ab, du. War ja klar. So, wir konnten uns einfach nicht gehen lassen. Nee, die wollten uns nicht gehen lassen. Es war ja klar, dass wir uns nochmal zurückhalten. Die wollten uns nicht zünden. Halloween wollten die uns einfach nicht gehen lassen. Also ohne Scheiß. Tja. So eine Scheiße. Ja, was haben wir zum Spiel? War eine coole Sache. War cool. Hat Spaß gemacht. Leichte Kost von Rätseln, sag ich mal. Aber interessant gemacht. Ne? Die, ich fand's ja gut. Ich sag mal jetzt, die puppenähnlichen Wesen waren jetzt nicht brutal schlimm. Hat aber gereicht, für Atmosphäre zu schaffen. Wenn die Treppen hochgekraxelt sind, so.
also war auf jeden Fall nicht schlecht. Kann man mal, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt euch ein bisschen gegruselt. Und bis zum nächsten oder Video im Halloween-Special, Leute. Bleibt dabei, gibt noch coole Dinger. Ein so ist es, ja, ich hab... So ist es. Lasst mal einen ordentlichen Kürbisdaumen da. Und freut euch schon auf die nächsten Grusel-Videos. Bis dahin. Ciao.